Wir können gemeinsam Sie alle mit Ihren großartigen Fähigkeiten, Ihrer Einsatzbereitschaft stolz darauf sein, was wir heute haben. Und trotzdem gilt, wie fast überall im Leben, wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir spüren, wie sich da vieles verändert, wie es eher noch mehr Naturkatastrophen geben kann, wie es technische Katastrophen geben kann, wie andere Herausforderungen. Und wir müssen schauen, dass wir da mitgehen. Wenn Not am Mann oder der Frau ist, dann sind sie alle da. Und dann sind sie bereit, ihre Zeit einzusetzen, ihre Kompetenz einzusetzen, manchmal ihre eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um anderen zu helfen. Das ist einfach, ja, irgendwie fast dann doch unbeschreiblich, auf jeden Fall unbezahlbar, großartig. Dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Und das gilt ganz besonders natürlich jetzt gerade für all die, die in den letzten Wochen im Ahrtal oder Umgebung im Einsatz waren.